Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf Facebook Live von Operation Libero. Ich bin da live auf Place de la Carrousel in Paris vor dem Louvre und bin da mit Hunderten von Anhängern und Mitgliedern vom pro-europäischen, progressiven, von der Bewegung En Marche, wo heute in der Präsidentschaftskandidat oder Emmanuel Macron vertreten ist. Die Nervosität da ist ziemlich spürbar, auch die rechte Euphorie umeinander. Heute, der Emmanuel Macron hat den ersten Wahlgang gewonnen und hat es geschafft, mit einer proeuropäischen Message und mit einer sehr grossen Zukunftszuversicht die Begeisterung auch bei den Franzosen zu zünden. Im zweiten Wahlgang heute tritt er gegen Marine Le Pen an und das ist die Anführerin vom rechtsextremen Front National. Sie ist gegen Europa, sie ist gegen den Euro, sie ist gegen Ausländer, gegen die Wirtschaft, gegen die Zukunft ganz allgemein. Sie gibt sich als Oberdemokratin, aber mit ihren irreellen Versprechen und mit ihrer Bewunderung für Diktatoren wie Wladimir Putin macht sie sich natürlich selber unglaubwürdig. Die Franzosen haben heute also eine grosse, ganz klare Wahl. Es ist keine Wahl zwischen links oder rechts. Es ist eine Wahl eher zwischen offen oder geschlossen. Es ist eine Wahl zwischen liberale Demokratie oder Autokratie. Es ist eine Wahl zwischen einem inklusiven Patriotismus, wie es das Emmanuel Macron vertreten, oder ein Kulturkampf, wie das Marine Le Pen so gern schüren. Es ist auch eine Wahl zwischen Zukunftsoptimismus und Vergangenheitsverklärung. Es ist eine Wahl zwischen Europa und Moskau. Ein paar werden sich fragen, wieso dass mehr als eher Schweizer Organisation uns jetzt hier interessiert für die französische Wahl. Es ist ganz eine einfache Antwort. Die französische Präsidentschaftswahl ist extrem wichtig für Europa. Und was wichtig ist für die europäische Politik, ist automatisch sehr wichtig auch für die Schweiz. Jetzt wird in wenigen Sekunden eigentlich wird da hinter mir das Resultat bekannt gegeben. Ich werde jetzt darum die Kamera umdrüllen und euch teilhaben lassen an dem Moment. Au moment où je vous parle, la presse et les dirigeants de toute l'Europe, d'une grande partie du monde, attend ce verdict, les yeux braqués sur les écrans. C'est le cas aussi pour les partisans des deux camps. Ici, on découvre l'image du quartier général de Marine Le Pen. On était sur l'esplanade du Louvre également il y a quelques instants. C'est l'issue de cette campagne la plus incertaine depuis longtemps. C'est aussi ce soir, et quel que soit le visage qui va s'afficher dans quelques secondes, le début d'une nouvelle ère, puisque ce sera un président de la République, bien entendu, qui n'a jamais exercé ce pouvoir-là. Laurent, il ne reste que quelques secondes avant de découvrir notre toute première estimation qui se passe derrière. Quel est le verdict des Français pour ce second tour? Qui, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat, on va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes, quel est le choix des Français? Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix. On va tout de suite aller du côté du Louvre. Explosion de joie, vous le voyez.
structure politique et sans militants. C'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre en France. Emmanuel Macron est le nouveau président élu. Il succédera à François Hollande dans quelques jours à l'Élysée et devient à 39 ans le plus jeune président de la Ve République, le 8e de l'histoire, en comparaison Valéry Giscard d'Estaing avait 48 ans lors de sa victoire en 1974. Emmanuel Macron a réussi ce pari audacieux que beaucoup croyaient impossible, bousculer l'échiquier politique français, s'imposer face aux partis institutionnels. Émotion à Paris, au Louvre, on va tout de suite retrouver Arnaud Comte qui est au milieu de cette foule des partisans d'En Marche. Wow, 65%! Frankreich hat gewählt. Frankreich hat Emmanuel Macron zum neuen Präsident gewählt. Super Stimmung da beim Louvre. Ja, genialen Abend. Liberale Demokratie hat gegen Autokratie gewonnen. Ein inklusiver Patriotismus hat gegen Kulturkampf gewonnen. Zukunftszuversicht hat gegen Vergangenheitsverklärung gewonnen. Offenheit hat gegen Verschlossenheit gewonnen. Europa hat gegen Moskau gewonnen. Es ist ein super Abend und ein sehr klares Resultat. Natürlich ist das jetzt erst die Präsidentschaftswahl. Es wird sich auch noch vieles und die Legislative wird auch noch etwas mitzureden haben, natürlich in der künftigen Politik von Frankreich. Aber heute haben die Franzosen mit dieser Wahl eine Hand ausgestreckt an die europäischen Demokratien, die Kooperation wollen statt Isolation. Es ist ein guter Tag für Europa, ein guter Tag für die liberale Demokratie und somit auch ein guter Tag für die Schweiz. Für uns von der Operation Libero ist es natürlich eine extreme Motivation, wenn wir da sehen, was ein paar progressive, motivierte Leute können auf die Beine stellen. Es wird uns eine grosse Motivation sein, wenn wir ab morgen wieder für das Chancenland Schweiz einstehen. Ja, wir sehen unsere Chancen ähnlich wie En Marche in der Zukunft, im Wandel, in der Veränderung in Europa. Ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen feiern. Das wunderbare Resultat und wünsche euch morgen einen guten Start in die Woche. Eine Arbeitswoche in einem bisschen zuversichtlicheren, ein bisschen stärkeren Europa. Tschüss zusammen.